Hallo Leute, ich bin's, der Tobson, und heute geht es mal ein bisschen um YouTube Red. Ja, und nicht um RedTube. Ich weiß, das verwechselt man ganz schnell schon mal, aber auf RedTube, da ist dann eher Lisa Ann die meist abonnierteste auf der ganzen Webseite und nicht der PewDiePie, wie es auf YouTube ist. Ne? Kann man sich wohl schwer denken, dass es so ist. Ja, YouTube Red. Wer noch nicht weiß, was YouTube Red ist, YouTube Red ist quasi ein kostenpflichtiges YouTube, was schon eingeführt wurde mittlerweile. Das kann man eigentlich ganz gut mit Spotify vergleichen. Und zwar kann man ja bei Spotify umsonst Musik hören, aber es kommt immer Werbung dazwischen. So ist es ja momentan auf YouTube auch. Mit Spotify Premium kann man jedoch werbefrei Musik hören und man kann die Lieder im Spotify Player auch noch speichern, damit man die offline hören kann. Das geht mit dem normalen Spotify nicht. So kann man sich das auch unter YouTube Red vorstellen. Unter YouTube Red kann man alle Videos auf YouTube, egal ob die Typen, von denen man die Videos schaut, YouTube-Partner sind oder nicht, kann man die ganzen Videos werbefrei gucken. Während des ganzen Videos, egal wie lang das Video ist, ob das Video eine Stunde ist, zwei Stunden, ja gut, die wenigsten machen zwei Stunden Videos, aber egal wie lang es ist, es kommen keine Werbeunterbrechungen. Das ist der Vorteil an YouTube Red Premium. Wenn man noch die YouTube-App hat, kann man auch noch die Videos, die man guckt, kann man wie bei Spotify oder bei Deezer auch, Deezer habe ich persönlich, das ist die Musikplattform, die ich habe auf dem Smartphone, kann man die ganzen Videos speichern, damit man sie auch offline gucken kann. Natürlich kann man sie nicht komplett downloaden, dass man sie auf ein Speichermedium speichern kann, sondern nur für Smartphone. Dann sind die auf der App gespeichert und man kann es auch offline gucken. An sich ist es gar nicht mal so eine schlechte Idee, aber ich bezweifle, wer denn da wirklich jetzt die YouTube-Videos speichert und sich die da tausendmal anguckt, weil die meisten da mittlerweile so heftige Flats mit LTE, mit 5 GB LTE. Ich habe sogar bei mir in der Kaserne einen auf Stube, der hat 25 GB LTE auf dem Smartphone. Das ist schon, also ich verstehe nicht, wie man das verbrauchen kann. Man muss ja jeden Tag locker mal 50 Videos gucken auf YouTube, damit das überhaupt weggeht. Ja, und ich glaube kaum, dass der das macht. Ja, das ist bezweifle ich und das weiß ich auch, dass er das nicht macht. Und deswegen ist das ein bisschen fragwürdig, ob man denn wirklich da die Videos speichern muss. Heutzutage bei den ganzen Flats, die es da gibt. Naja, aber an sich ist es ja ein cooles Feature. Wie viel man jetzt bezahlt, weiß ich jetzt nicht genau. Das, was ich jetzt da alles zu gelesen habe, da stand noch nichts bei. Das Ganze ist schon aktiv seit letztem Jahr, aber seit letztem Jahr nur in den USA und jetzt ist es wohl auch in Deutschland. Das habe ich eben dadurch gemerkt, weil ich eben auf den Kanal von PewDiePie gegangen bin und plötzlich stand bei einem Video, normalerweise steht da ja die Aufruferzahl und bei mir stand halt nicht verfügbar. So, und dann stand da in Klammern hinter YouTube Red Content. So, und das ist wohl eine Sendung von PewDiePie, die der jetzt macht für YouTube Red. Ja, und die können nur YouTube Red Mitglieder gucken. Das sind auch so Sendungen, so Premium Content, den wohl nur YouTube Red Mitglieder gucken können. Jetzt ist halt die Frage, ob das noch mehrere YouTuber machen und ob das zur Gewohnheit wird in den nächsten Jahren, dass solche Sendungen stattfinden von anderen YouTubern noch, die man gerne guckt. Also die meisten YouTuber, die ich gucke, die werden das wahrscheinlich nicht machen, weil die halt nicht so krass groß sind wie der PewDiePie. Zum Glück, ja, finde ich eigentlich ganz gut an sich. Was daran halt dann ein bisschen blöd ist, dass es vielleicht andere YouTuber auch machen, so wie der PewDiePie. Und dann können es wirklich nur YouTube-Red-Mitglieder gucken, bestimmte Sachen. Natürlich ist es nur diese eine Sendung, nur dieses eine Medium ist es. Es ist jetzt nicht so, als würde man alle Videos nicht mehr gucken können, weil man kein YouTube-Red hier Premium-Mitglied ist. Genau, das Wort habe ich versucht zu finden. Ich bin heute ein bisschen behindert in der Birne. Eigentlich wie in jedem Video mittlerweile, aber naja, das ist ein anderes Thema. Kann ich ja nur mal ein separates Video zu machen. Da geht wieder das Handy. In jedem Video geht mein scheiß Handy. Ich weiß auch nicht wieso. Das ist an sich gar nicht mal so schlecht, YouTube Red. Weil man kriegt da schon was für geliefert. Momentan lohnt es sich meiner Meinung nach nicht. Weil es dafür einfach noch zu wenige Leute gibt, die daran teilnehmen. Aber ganz, ganz große YouTuber wurden schon quasi vors, wie soll ich sagen, vors Gericht der Abrechnung gestellt, ja? Die haben sich entscheiden können, mache ich bei YouTube Red mit oder mache ich nicht mit, ja? Wenn sie nicht mitgemacht hätten, dann
würde man den werbefreien Content nicht mehr sehen und den Werbekontent könnte man auch nicht mehr sehen. Das heißt, die wären im Arsch gewesen. Also waren die gezwungen, die ganz, ganz großen YouTuber, auch einige in Deutschland, natürlich nur von den ganz großen, waren irgendwie gezwungen, dort mitzumachen, weil die Partnernetzwerke gesagt haben, ihr macht da mit, ansonsten könnt ihr euch ein anderes Netzwerk suchen. Ist schon so ein bisschen so eine Friss- oder Stirb-Methode, ja. Ist auch ein bisschen dreist, meiner Meinung nach. Ich persönlich hätte es nicht gemacht, weil, ja gut, ich bin eh nur Hobby-YouTuber, aber, naja, ich finde es ein bisschen fragwürdig, ob das so der richtige Weg ist, einen so vors Gericht der Abrechnung zu stellen, so nenne ich es ganz gerne, und zu sagen, ey, entweder du machst mit oder du verpisst dich. Finde ich ein bisschen scheiße. Aber, scheint ja wohl irgendwie momentan the way to go auf YouTube zu sein, sowas zu machen, ne? Weil hier geht es ja größtenteils zu 70% auf YouTube nur noch um Geld. Die restlichen 30% sind die, die es gerne machen oder es hobbymäßig machen. YouTube ist leider mittlerweile ein Beruf geworden. Ja, den einen oder anderen, der wirklich geilen Content liefert, den gönne ich's. Ja, dass er damit Geld verdient und das zum Beruf gemacht hat, aber... Naja, nicht jeden, ne? Nicht jeden. Aber ich denke mal, das sehen die meisten so. So, das war's mit dem Video. Im Hintergrund habt ihr den The Division Gameplay gesehen. Haut rein, bis dann und ciao.